Prinz George und Galote. So verbringen sie ihre Ferien. In Großbritannien haben die Schulen und Kindergärten seit dem 28. Mai Ferien und so können sich die Briten eine Woche lang entspannen. Über diese Pause freuen sich auch Prinz George, 4, und Prinzessin Galote, 3, die gerade erst als fleißige Helferlein bei der Hochzeit ihres Onkels Harry, 33, und seiner Meghan, 36, dabei waren. Gemeinsam mit Babybruder Louis und Mama Kate, 36, sollen die Kids ihr Appartement im Kensington Palast verlassen haben. Doch wo verbringen sie die freien Tage? Laut Mirror-Informationen nutzte die Familie die Zeit für einen Tapetenwechsel und so ging es von der Großstadt London ins Grüne. In der Grafschaft Norfolk im Osten des Landes haben Kate und Ehemann William, 35, ihren Landwohnsitz. Das Anwesen an Mahal wurde ihnen von Queen Elizabeth XII. Zur Hochzeit geschenkt. Die perfekte Ausgangssituation, um Ausflüge zu unternehmen. Ganz in der Nähe fand vor kurzem die Pferdeshow Hutton Horse Trials statt, wo sich die Dreifachmama mit ihren ältesten beiden Kindern George und Galote unter die Besucher gemischt hatte. Spätestens am Wochenende geht es für alle in die englische Hauptstadt zurück, denn am Montag geht der Unterricht wieder los. Außerdem warten in der kommenden Woche weitere wichtige Termine auf die Royals. Am 9. Juni findet Dropping the Colour statt, die alljährliche Militär- und Geburtstagsparade für die Königin.